Das wäre geschafft. Bevor wir jetzt wieder runterfahren, lass uns mal ganz kurz über die Schaltung reden. Okay, Flo, was sagst du? Was ist dein erster Eindruck? Also Anni, ich muss sagen, selbst nach der Aufbau, die wir jetzt gemacht haben, ich bin schwer begeistert, ein bisschen sprachlos. Echt ein wahnsinniges Schaltgefühl, schnell, präzise, leise. Was will man mehr? Okay, cool, freut mich. Ich zeig dir noch ein paar Kleinigkeiten zum Schalthebel zum Beispiel. Wenn du jetzt, sagen wir mal, eher in einem Sprint- und Marathon-Modus bist und in einer aggressiven Stellung bist, kannst du sogar mit dem Zeigefinger hier vorne einen Schaltvorgang auslösen. Das heißt, du hast ganz viele Möglichkeiten hier auch. Dann wollen wir natürlich auch darüber sprechen, dass es eine Mountainbike-Schaltung ist. Wir haben das System speziell für Mountainbiker ausgelegt. Schauen wir uns das Schaltwerk selber mal an. Wir sehen, es ist eine sehr kompakte Bauform. Wir bauen sogar ein bisschen höher als die mechanischen Gruppen, haben dadurch eine bessere Umschlingung. Das hilft uns auch, den Verschleiß zu reduzieren. Und es bleibt natürlich am Gelände, das werden wir gleich sehen, nicht aus, dass uns mal ein Baumstamm oder Stein in die Quere kommt. Und da wollen wir natürlich so ein hochsensibles elektronisches System nicht in den Weg stellen. Das System geht zur Seite, weicht also aus. Wir arbeiten also nicht gegen den Motor und stellt sich dann automatisch wieder zurück. Okay. Das gleiche gilt für den Schutz gegen Staub und Wasser. Sowohl auf dem Trail können wir bei jedem Regen in den staubigsten Gebieten fahren und auch danach, wenn wir das Fahrrad mit einem Gartenschlauch abspritzen und reinigen wollen, ist es nach den gängigen Standards und Normen wasserdicht aufgebaut. Das Einzige, was es da zu beachten gilt, ist, dass die Batterie eingebaut ist. Okay. Stichwort Batterie. Ich habe gesehen, hier im Controller ist eine Knopfzelle verbaut. Hier habt ihr eure standardmäßigen Akkus drin. Wie ist so die Akkulaufzeit? Die Laufzeit liegt bei 20 bis 25 Stunden etwa. Mhm. Im Controller selber sagen wir, ein, zwei Jahre hält es auf jeden Fall. Also du kommst mehr als eine Saison damit durch. Da gibt es eine kleine Anzeige hier drauf. Sobald das System grün leuchtet, siehst du, dass der Akku voll ist. Sobald es rot leuchtet, ist die Hälfte weg. Und wenn es dann rot zu blinken anfängt, hast du nur noch ein Viertel der Kapazität übrig. Also Andi, was ich auch, muss ich sagen, echt blind gemerkt habe, ist die Geschwindigkeit der neuen Reverb Access. Ja, die Reverb Access fügt sich in das Gesamtsystem mit ein. Ich kann auch alle Komponenten miteinander pairen. Das sehen wir auch später auf der App. Und sie geht wirklich super schnell und ich kann in ganz vielen kleinen Schritten die Höhe anpassen. Okay, werfen wir noch mal einen Blick auf die App. Du siehst, das kann man kinderleicht bedienen. Wir haben gerade schon alle Systeme miteinander gepairt. Das heißt, die Reverb ist jetzt auch mit dem Schaltwerk verbunden. Wenn wir da reingehen, kannst du noch mal auf Schalter konfigurieren gehen. Und jetzt siehst du, dass da der Reverb-Controller auch mit angezeigt wird. Jetzt können wir auf den zum Beispiel draufgehen und den Downshift legen. Also ich kann einfach die Funktionen tauschen, genau, dann gehst du aufs Fragezeichen und legst dort die Seatpost drauf. Jetzt sind alle Knöpfe sozusagen vergeben. Mhm. Das Fahrrad sieht es dann folgendermaßen aus. Da, wo vorher die Reverb war, können wir jetzt nach innen schalten. An dem Schalter schalten wir nach außen und mit dem Daumen können wir auf der rechten Seite auch die Reverb. Gut, Flo, ich denke, wir haben genug über die App und die Komponenten geredet. Lass uns auf den Trail gehen. Es geht ums Mountainbike, um ein geiles Fahrerlebnis und let's go. So machen wir das. Euch auch vielen Dank fürs Zuschauen wieder. Wir haben jetzt leider keine Zeit mehr und verabschieden uns hiermit. Euer Flo. Ciao.